Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Real Life RPG 6.0. Mein Name ist Alison Burger und ich begrüße euch recht herzlich zurück zur Autobahnpolizei bzw. zur Cobra 11 hier bei der Polizei Havenburn. Ja, ich darf heute auf dem Posten der Cobra 11 unterwegs sein. Dafür habe ich einen Lamborghini Aventador zur Verfügung gestellt bekommen. Geiles Ding, können wir gleich eine Menge mitfahren. Gucken wir mal, was alles so auf uns zukommt. Für all diejenigen, die sich schon wundern, ja, ich bin nur noch C4, Polizeihauptmeister, ich bin heute irgendwie degradiert worden. Da muss ich nochmal nachfragen, was da denn los war, weil ich weiß aktuell von nix. Ich war ja vorher Polizeihauptmeister mit Amtszulage und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich da degradiert worden bin. Das, keine Ahnung, muss ich mal in Erfahrung bringen. Das ist aber erstmal nicht weiter schlimm, weil ich kann aktuell alles machen, was ich will mit dem Rang. Deswegen ist das jetzt erstmal nicht ganz so dramatisch. Und wir gucken einfach mal, was da jetzt so abgeht auf den Straßen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und wir gucken jetzt einfach mal, was heute so alles los ist. Hey, wunderschönen guten Tag, Herr Burger. Hallo, grüß Gott. Na, ist fit? Ja, alles Beste so selbst. Na, super, bei mir auch. Dann müssen wir auch bei denen anfangen. Dann müssen wir auch bei der Justiz anfangen. Hey, du kannst freier Anwalt sein. Hallöchen, grüß Gott. Hallo. So, wie habt ihr denn den Iveco hier falsch rum hingekriegt? Es war ganz komisch. Ich bin da vorne hergefahren und auf einmal kam ein ein SUV, so wie der da hinten, an mir vorbei. Also wollte von rechts überholen ich habe dann einen doppelten Salto hingelegt. Alles klar, das hört sich ja schon mal spektakulär an. Ich habe nur die Befürchtung, wir kriegen den Iveco nicht gewendet, weil der wird wahrscheinlich zu lang sein, als dass wir den hier einmal wenden können. Ne? Wir könnten den Rack rufen, die haben so einen schönen Helikopter, mit dem man das Ding anheben kann. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass das funktioniert. Habt ihr heute noch was vor? Ja, ich wollte jetzt noch eben schnell die Bauteile fertig kriegen und dann ins Bett. Ich bin müde. Alles klar, in welche Fahrtrichtung müssen Sie denn? In die Richtung zum RAC. Da lang. Also dort. Gut. Theoretisch könnten wir es so machen, dass wir mit unserem X5 mal vorsetzen, dort die Autobahn dann ab der Abfahrt sperren und ja, dass die Herren dann ausnahmsweise gegen die Fahrtrichtung fahren dürfen. Ja, das können wir machen. Dann setzt ihr da mal vor und dann macht er mal da dicht und dann, ich meine, ihr müsst ja nur kurz dicht machen, weil dann fahren wir ja relativ zügig dahin. Gut. Und dann gerade die Auffahrt auch und dann sagen, fahren wir da runter. 95. Ja gut. Ja, aber das sind ja... Nur 500 Meter. Das ist der Plan. Müssen sie ja mal beachten, sie müssen einfach nur, das sind tatsächlich nur 600 Meter. Na, dann lasst ihr euren Kram hier erstmal stehen, fahrt ihr vor, macht dicht und dann im Short könnt ihr mir dann hier kurz angeben, dass ihr ready seid und dann fahren wir los. Genau, so machen wir es. Alles klar. Ja, mein Wandereck, das wird irgendwie unterdimensioniert. Ja, das können sie schon mal einpacken. Genau, also wie gesagt, wir machen es gleich so, wenn die Kollegen mir das Go geben, dann fahren wir einfach gegen die Fahrtrichtung. Nicht uns. Ah, ja, aber sie können dann, gehören sie dazu? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also wir sind nur hier halt, um so ein bisschen dem Herrn zu helfen. Alles klar, nee, also wenn sie dann weiterfahren möchten, kein Problem, aber sie fahren dann einfach dann gerade mit Eskorte dann gegen die Fahrtrichtung und dann dürfen sie dann weiterfahren. Okay. Also wir warten jetzt noch, bis die Straße gesperrt ist und dann können wir das machen. Wir fahren nicht rückwärts gegen die Fahrtrichtung auf der Autobahn. Wir können immer ganz normal vorwärts langfahren. Hey, ich habe ja nicht gesagt. Nichts ausfahren runter. Ich habe nicht gesagt, dass wir den eskortieren. Das ist ja nicht unser Auftrag in dem Sinne. Ich habe nur gesagt, das übernehmen wir jetzt. Dass es unser Kunde ist. Das sind ja das zwei verschiedene Paar Stiefel. Ah, also, beschützen Sie den Herrn? Nee, wir haben ihm den LKW geliehen. Genau, das. Ach so. Ja, aber ich habe heute irgendwie eine Blechsträhne. Ich weiß auch nicht. Ja. Der Herr ist bei der Eisenmine, hat mal den Hügel da seitlich erkundet. Ja, ich wollte mal gucken, wie so ein LKW schläft. mit Sicherheit super. Ich kann Ihnen das finden, sondern habe bestimmt in der Presse so ein Foto, wie das den Kopf über einem LKW, einem Hubschrauber dranhängt, in 30 Meter Höhe. Das ist ein Traum. Das Bild würde ich ganz gerne sehen.
Ist nicht so lustig, wenn sie unter dem Hubschrauber stehen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das war doppelt nicht lustig. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. So als Arbeitgeber, wenn er der eigene LKW tragt, so, oh scheiße, ey. Was das denn? Guckst du nach oben, oh scheiße, ist ja dein LKW. Aber das ist das erste Mal. Ein anderer Mal hat er ihn verliehen, aber kommt dann danach, jo, Chef, natürlich tut mir leid, hier bei dem LKW ist der Spiegel kaputt. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Der LKW liegt drauf. Oh. Und dann kommen wir da an und dann liegt der LKW quer auf der Autobahn über alle drei Spuren. Und das Beste war, an dem LKW, vor dem LKW war dann so ein kleiner Hub in der Golf, wo zwei ganz peinliche Typen drin saßen, stellte sich aus, hinaus, die haben gerade eine Tankstelle ausgeraubt und waren auf der Flucht vor der Polizei. Echt jetzt? Das ist ja krass. Ja. Das ist ja krass. So, die Kollegen sperren gerade. Haben wir da nicht diese doofe Kuppel? Ah, da hinten sieht man sogar noch das Blaulicht. Was? Wollen wir weiterfahren? Ich glaube, wir fahren weiter. Ja. Dann wünsche noch einen schönen Tag. Schönen Abend, wo soll ich das heute können dann gleich hinstellen? Weil ich würde dann nämlich bis zum Abhaken fahren. Stellt einfach am Bauhaus ab, wenn du es brauchst. Ja, aber ab in den Bad Ohrendorf, oder? Entweder Bad Ohrendorf in die Garage oder wenn es da auf dem grünen Streifen hinschießt, wenn ihr da gehört. Ich weiß ja nicht, wie viel zu einer Parkplatz dazugehört. Wenn so ein grünen Streifen dazugehört. Aber ansonsten einfach ein paar, also ist richtig einfach Garage, das passt schon. Okay. Gut. Gut. Seid ihr soweit ready? Ja, check, Autobahn ist gesperrt, ihr könnt starten. Alles klar, wir kommen. Alles klar, dann machen wir uns mal auf den Weg, ne? Fahren Sie mal los. Ich melde mich schon mal ab, kommen. Schönen Dienstschluss, Falke. Jo, Ihnen später auch. Fahr gerne. Wir sind auf dem Weg. Einen schönen Dienstschluss an die drei. Vielen Dank, Ihnen ebenfalls. Nein. Ah, Mann. So, dann könnt ihr jetzt auch wieder weiterfahren. Cool. Jo, viel Spaß. Alles klar. Vielen Dank, Kollegen. Ne? Jo, tschüssi. Jo, danke. Edwardson, Sie müssen abnehmen. Das ist jetzt die Unsportlichkeit bei der Polizei heutzutage. Nee, die haben wir bei der Justiz zu... Fall gemeldet, Ankunft sehen wir das Brennerei, dort 5 Fahrzeuge vor Ort, meistens Splitter. Das hat die Azese mit, die beiden anderen müssen ja gleich auch ankommen. Ja, ich höre schon. Mindestens 2 Täter Langwaffen haben gerade 2 Leute dort vor Ort mindestens exekutiert. Ja, somit ich warte gerade noch bis unser. Ja, ein Fahrzeug, weil du musst daran fahren mit Fahrzeugen weg. Ein Fahrzeug. Also ich fährt gerade Richtung Süden, Richtung Marbon Airfield, durch den Wald, linker Sprit, glaube ich. Eins ist auch gerade gekommen. Nee, nicht gekommen. Ja, die 19 mit Frage in der Runde. Hat einer den Herrn Ben White um 20:44 wegen Mord vorgeschrieben. Die Leute laufen gerade durch den Wald unter mir in verschiedene Richtungen.
Falke auch für die A10. A10. Sie wollten eben was von mir. Berger, bist du das? Die sind gerade direkt immer in der Nähe. Achtung, verfolgst du das? Aber direkt neben dir. Direkt, rechts neben dir. Ich sehe erstmal nichts. Eingekreist, im Nebenbereich ist gerade jemand gelaufen. Der läuft gerade auf die Straße hinter euch, quasi der Feldweg. Da ist er direkt dran, läuft gerade rüber. Genau hinter dir. Falke für die A10. Fertig. Sie wollten ihm was von mir? Ja, Ihnen sagen, dass der Rettungsdienst nicht anfliegen soll, weil gerade zwei Personen exekutiert worden. Ja, das habe ich so mit. Der hat auch schon geschaltet und ist von alleine abgedreht. Ja, das war nicht zu überhören. Der ist irgendwo hier direkt unter mir im Wald. Warte nicht. Über dem unteren Kreis. Okay. Haben beide Langwaffen oder SMGs, nicht genau, und sind bereit zu benutzen offensichtlich. Ich sehe ihn gerade jetzt nicht mehr. Die Bäume sind nicht. Alles klar. Und wir hatten eine zweite Person noch, die ihn wissen, weil er nördlich ist. Ja, ich sehe leider gar nichts. Ich sehe ihn. Der läuft gerade in Richtung, parallel zum Feldweg. 300 Grad. Ab direkt unter mir. Weil ihr den Lichtkreis seht. Er ist jetzt genau unter mir. Im Bahn, der müsste gerade an dir vorbeilaufen sein. Jetzt am links hinter dir. Links von dir, 90. Ich sehe niemanden. Wieder unter mir. Okay. Läuft gerade von euch weg. Er muss einfach nur 10 Meter weiterfahren, wenn ihr unter mir seid. Überfahren. Läuft jetzt ein Stückchen, ist jetzt wieder. 10:20, Status 1. So, 10 Meter weiter vorne. Und jetzt genau rechts von euch. In den Baum. Status 1. Ja, so mit Frage. Ja, ich hab ihn. Mit dem Herrn, ja. Mit dem Auto gehört. Denk dran, der könnte sein Lorcan Call drücken auf seinen Bereich. Das hab ich so mit, hat er nicht. Und jetzt auch noch ein zweiter. Der ist am Funken. Ja, wir sind zu zweit. Ich sehe sie gerade nicht mehr, das Licht ist zu hell. Steig aus und taser sie sofort, wenn möglich. Stehen bleiben oder sie werden getasert. Ja, ist das gesetzt? Ich hab irgendwie so Gummifinger in den Ohren, ich höre nix. Können Sie mir die irgendwie rausziehen? H10 45 20. Ja, da haben wir sie nun endlich. Polizist, ich höre nichts. Können Sie mir irgendwelche. Ich habe irgendwelche eine retten. Können Sie mir die rausholen? Ja, die werden wir hier natürlich gleich rausholen. Kein Problem. Ich höre nichts, falls die irgendwas sagen. Unklar, aber sag mal in die Richtung kommt. Ja, du kriegst ihn. Ja. Alles klar, lädst du ihn ein? Oh, nee, ich komm, ich mach. Wir machen mal mit Tür. Wir fahren einfach zur Limbo. So, alles klar. Hier stehen zwei Leute, so, komm, Kopf drücken. Ja, wir sind unterwegs. Alles klar. Die leisten ihre erste Hilfe. Da ist die Kompanie. Die Seite wurde ich noch einmal angefunkt. Bitte komm. Ja, check, das war die 4020 vorher. Nur nochmal, wie die Kollegen bereits gesagt haben, der Herr, der die Insel verlassen, Einsatz war trotzdem recht erfolgreich. Im alten Pfandhaus konnte eine Cold Carabine, die einfach auf dem Boden lag, sichergestellt werden. Nur fürs Protokoll. Ja, das ist ja gar nicht so schlecht. Dann sacken Sie die ein, machen Sie die kaputt und danach wieder Status 1, ja? Verstanden. Sind Status 1. H10, Sie mit H10 Ende. Seid ich hier? Seid ich hier? Ich bin jetzt bei dir, wir sind ein Sprinter. Ja, komm mal zu Leben, Bruder. Da liegen gerade zwei Leute am Boden. Ich bin am Boden und versuche zu helfen. Ach klar. Der Fall, der war bei uns.
einmal der Herr, wo vor uns liegt, und einer ist gestorben. Ja, ein Bewusstloser jetzt gerade. Aber auf den haben die mindestens drei Magazine auf den Boden geschossen. Die hat 10 gehört. Ja, der Rettungs muss sofort anfliegen. Wir haben hier noch eine Person, eine Person, also die Komfort. Der verletzte Hund wieder. Ich sag dir den Medizinern Bescheid. Okay. Wissen Sie, von wem sie überfallen wurden? Also, die Herren haben wir vor am Waffenladen getroffen. Die hatten einen Unfall, denen haben wir geholfen. Die waren mit so komischen Hüten bekleidet und einer war in Rot. Mit so einer komischen roten Jacke. Mit Zylinder? Das ist so ein flacher, größerer Hut. Nicht so halbzylindermäßig. Okay. Die waren auch mit einem schwarzen Charger unterwegs. Hatte der eine braune Jacke an? Das habe ich leider nicht gesehen. Ich habe nur die rote gesehen. Okay. Vielleicht war das etwas rot schimmerndes Braun. Ja, so rot, so rötlich war das. Hallo. Oh. Ah, geht die ganze Zeit wieder auf. Ja, wir nehmen die Dinge wieder aus dem Augen. Ja, das ist einfach die Luke. Die hat geschossen. Alter, nee, oh, der ist raus. Alles Gute kommt von oben. Au! Auto! Au! Alter. Moin! Oh. So, ja, die müssen jetzt auch sein. Oh, schnell wieder etwas. Oh, das war so schlimm. Uiuiui. Ich hab über 3 Magazine im Rücken bekommen. Kein Puls, kein Blutdruck bei den Patienten. Ja, wir haben hier doch eigentlich ein hübsches Lichtchen angemacht. Grüß dich. Das ist absolut dunkel. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag, könnten wir irgendwie Licht machen oder irgendwie sowas, da ist hier nichts. Nein, wird sich. Aber vielleicht nicht mehr für Sie, weil da sind ja 2 Menschen gestorben. Ich glaube, er möchte eher den Arzt sprechen als eine Lichtkegel. So, das ist schon. Lu, kannst du dich erinnern? Vorhin musst du mal einen. Woran kann ich mich erinnern? Die haben ihn schon. Ja, das ist der. Einer, wir haben ihn einen. Ja, komm mit, der liegt hier hinten. Haben sie geschnappt. Ja, einen haben sie geschnappt. Ich wollte dir nur Bescheid geben, dass gleich möglicherweise die Kollegen von dem Herrn White zu euch fahren würden. Er meinte. Und da irgendwie vielleicht Stress schieben. Nur so zur Info. Hat ihn denn? Au! Ja, somit, Möglichkeit, noch einige Streifen hinzuschicken, komm. Ich heiße Lou Green. Brauchen Sie einen Ausweis? Ja, das wäre, glaube ich, sogar möglich. Komm. Ich starte mal wieder. Ich bin dabei. Wir sind direkt Kollege, sollen wir Verstärkung anfordern? Ja, das wäre sehr gut. Alles klar. H10 von Cobra 11. Ja, die H10. Wir müssen ins Auto und weg hier. Ja, wir brauchen sofort Verstärkung an unserer Position. Uns wird mit Schießerei gedroht, komm. Ja, so, ja, das kriegt ein Tierchen. Ja, frühe Sonnen verschwinden. Lade ihn ein, der kann Rettungsdienst nicht später behandeln. Wo ist sein Sprinter? Der Rettungsdienst soll auch hier weg. Und die anderen Leute sind am besten auch hier weg. Also, ist der Geld mehr dann? Oder wir müssen die Leute schießen, bis sie hier fertig verarbeiten. Status 6, ob bitte da gucken. Das hab ich nicht. Burger für Gobber, willkommen. Burger hört, komm. Ist der Gefangene transportfähig, komm. Der Gefangene befindet sich in einem blauen Zivilfahrzeug der Polizei und ist transportfähig, komm. Ja, somit. Dann ziehen wir da erstmal ab und verbringen in Sicherheit. Ihr Ziel, komm. Burger. Somit. Ich folge dir. Ach, tja. Ja, ich bin gerade im Wald. Dass die Kollegen von dem Herrn White anfahren, ist, hat sich erledigt. Die sind hier gerade am Haku, ich höre die. Ah, so weit kommt. Er hat sie nett. Geht halt immer den Zivilisten, dass sie auch. Ja, hat sie. Kommt mit. Hat sie. Ja, sind auch aktuell 2 Personen hier, ist aber aktuell ganz ruhig. Das klingt doch super. Super, Ende. Wir brauchen Verstärkung hier, Zentralflughafen.
noch ein Fahrzeug dabei, ein weinroter Lamborghini. Also mit die Cobra, ja, gibt den Fahrrad in Holzberg. Cobra Elfold. 2010 mit dem Fahrzeug. Ja, ich will hier nochmal ganz kurz die 2010 kommen, nicht die 10-10. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Halten Sie sofort den Wagen an und fahren Sie rechts ran. Stellen Sie den Motor ab und bleiben Sie im Fahrzeug sitzen. Widerstand ist zwecklos. Leisten Sie Gehorsam. A10, willkommen, willkommen. Komm. Hätte hier gern 10 Mann beteiligt, die versuchen Zeit zu schinden. Die werden irgendwo in den Hinterhalt ankommen. Ja, so wird es uns 10 Mann vorankommen. Oder ne? Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Halten Sie sofort den Wagen an und fahren Sie rechts ran. Stellen Sie den Motor ab und bleiben Sie im Fahrzeug sitzen. Widerstand ist zwecklos. Leisten Sie Gehorsam. Hey, ja, da sind so Leute auch. Ja, komm. Mach nix. Haben wir ein Kennzeichen, einen Namen? Ich probiere gleich mal was. Hat man Kennzeichen durchsagen? Immer? Check. V O Z 0827. Jonas Wolf. Sagt mir gar nicht der Name. Aktuell ist ein Kuh. Wo sind Sie? Ein Kohlehändler. Mein Kompass hat leider irgendwie einen Käfer. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt Kohlehändler weiter Richtung Volkswagen. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Halten Sie sofort den Wagen an und fahren Sie rechts ran. Stellen Sie den Motor an. Bleiben Sie im Wenn auf die Bremse wollen, schauen wir, dass wir wieder abschlagen. Die wollen sich mal alles durch den Ostern. Gerade weiter Richtung Osa. Wir gehen jetzt zum Freund, steht ab, scheint Rebellen. Ah, Rebellen sind wir schon uns nicht. Nee. Seid ihr schon da? Und seid ihr involviert jetzt in diesem Fall? Die Kollegen sind okay, auf jeden Fall erst Fahrzeug gecrashed. Check. Höhe KM-Siedlung oder was? Sind schwer damaged. Mitten im Freund steht. Ja, bin hinter. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Halten Sie sofort den Wagen an und fahren Sie rechts weiter, ran. Stellen Sie den Motor ab und bleiben Sie im Fahrzeug fahren links rein. Widerstand ist zwecklos. Leisten Sie Gehorsam. Wir müssen, falls das passiert, fahren zu der Rebelleninsel. Roter Bugatti vom Marktplatz. Der. Guten Roter Aventador dazu. Check. Ja, wir sind direkt hinter ihm. Aventador und Bugatti? Ja, laut Aventador ist vorher mit dem über die Brüllen haben was aus dem Auto raus. Ich hab's nicht verstanden, pass gut auf. Achtung, Achtung, ja, der hier spricht die Polizei. Halten Sie sofort den Wagen an und fahren Sie rechts ran. Stellen Sie den Motor ab, Messer, bleiben Sie im Fahrzeug sitzen. Seid ihr in dem Fall involviert oder seid ihr? Ja, Widerstand ist zwecklos. Leisten Sie Gehorsam. Renner und ich machen Rebelleninsel dicht. Die sind gleich. Ja, die dürfen demnächst gleich mal stehen bleiben. Jetzt, die Herren waren gerade am Auto dran. Wo sind die anderen? Der Lambo und so? Ja, okay, fahr weiter. Da, mein Tattoo von denen ist auch die Rebellen. Check. Dann lass die nicht mehr rüber. Nö. Was soll die Scheiße? Ihr Puls ist ja ganz nett. Sollen wir mal sagen, dass wir aussteigen sollen? Ja. Holt die bitte noch zu uns hier ran. Ja, könnt ihr bitte aufhören, die sind schon kaputt. Jungs!
nicht mehr nach meiner Seite. Wir fahren trotzdem noch weiter, oder wie? Ja, sie wollen aber nicht aussteigen. Ja, gut. Dann fahren halt weiter. Deswegen haben wir es da vorgestellt und sind wir weitergebracht. Gut, dann postiert euch um die rum. Es gibt einen Warnschuss. Ja, wir können auch einen Call sagen, dann noch aussprechen. Ja, dann callt die. Aus dem Fahrzeug aussteigen, ansonsten werden Sie Waldmaßnahmen eingeleitet. Steigen Sie jetzt aus dem Fahrzeug aus, unbewaffnet, ansonsten wird auf Sie geschossen. Was soll die Scheiße, Mann? Bleiben Sie stehen und steigen Sie unbewaffnet aus. Kollegen. Ja, die wollen uns erschießen. Seine Kollegen. Renner ist einmal down. Sind noch welche im Auto? Ja, müssen also. Wer hat mich denn jetzt erschossen? Ja, einen niedergeschossen am Auto. Cobra wieder ab. Gut, das heißt, ich krieg ihn nicht gefesselt. Leute, für euch zu Info, ich krieg ihn nicht gefesselt. So, jetzt zieht er so einen raus, vor einem Kollegen hier. Wo? Von wo? Hier ja, haben wir X5. Hier raus, 3, 2, 1, festnehmen. Check. Einladen, abfahren. Einladen, den Fahrer auch und abfahren hier. Ja, ums Auto. Ich schau, dass ich ihn im Ventador sehe. Wir halten hier weiter die Brücke dicht, die kommen euch so schnell nicht hinterher. Check. Gut, Schreie, wir verschieben zur Arbeit. Schwarzes Fahrzeug für euch. Ja. Schwarzes Fahrzeug kommt. Der will irgendwas fahren. Hier, okay. Cobra braucht Hilfe, ich krieg den nicht gefesselt. Ich auch nicht, der war ganz komisch. Der fährt mir hinterher. Jetzt ist er erstens genommen. Alles klar, könnt ihr den mitnehmen? Cobra fährt die Dörfer nicht dran. Ich bin schwer verletzt, ich krieg den. Hilf mir mal einer. Kurz hier bleiben, wir haben noch einen Verletzten. Bewusstlos und noch. Kriegt ihr den nicht eingeladen ins Fahrzeug? Doch, aber ich muss den X5 erstmal hinfahren, weil der Lambo voll ist. Da steht ein weiteres schwarzes Fahrzeug an der Tanke. Bei euch ist gut dran. Ihr kommt alleine. Gegenüber auf der Insel sind halt die Kollegen, die haben sich positioniert, aber wie gesagt, hier ist alles. Okay, perfekt. Ich versuche festgehalten. Sind wir in Lage, mehr nach vorne gehen? Okay, wo soll ich mit dem hinfahren? Wo soll ich mit dem hinfahren? Wie viel habt ihr die? Alles klar, Krankenhaus. Super, dann treffen wir uns Krankenhaus. Fahrer zu ZNA. Ja, check Lambo, Burgers verletzt, ich fahre hinterher. Ein Täter drin. Check und der andere Täter. Ja, zwei, wir fahren das mal. So, Ladies and Gentlemen, da haben wir jetzt heute ein bisschen was erlebt mit unserem Lambo hier. Ja, ich bin eigentlich komplett zufrieden gewesen. Wir hatten jetzt mal eine hübsche Folge Autobahnpolizei wieder. Also schon mal an sich relativ gut. Und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Einsatz, den ich hier habe mit dem schicken Lambo. Oh, hoppala. Na, das Ding nehmen wir aber nochmal mit hier. So, weg damit. So, zack. So. Den machen wir mal wieder weg. Das ist eine Gefährsbehinderung hier. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Ganze so fandet. Mir ist in der letzten Zeit aufgefallen, es gibt einige Leute, die disliken meine Videos. Die Leute, die das Ganze nicht so cool finden und das bis zum Ende geschaut haben, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, warum ihr das Ganze gedisliked habt und was euch daran nicht gefallen hat. Weil das würde mich natürlich insbesondere interessieren, so, weil 6 Dislikes ist im Verhältnis zu früher arschviel. Und ja, das würde mich einfach mal interessieren, warum da auf einmal diese Wendung gekommen ist. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die paar Leute, die das machen, dann da doch auch den Mut dazu haben, ihre Meinung einfach mal niederzuschreiben. Ansonsten, scheiße. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht es gut. Euer Allison Burger. Arrivederci. Ciao.